Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry 3. Wir haben uns gerade hier auf diesem tollen roten Stein hier verewigt und diese lustige Mission hier gemacht. Und jetzt wollte ich mal da unten diesen weiteren Außenposten einnehmen, den ich hier schon irgendwo markiert habe. Hier genau da unten. Da müssen wir hin, das ist irgendwie noch 260 Meter weg. Das ist alles im Rahmen des Machbaren heute, aber ich muss hier gleich noch ein paar grüne Dinger einsammeln, damit wir uns noch ein paar Spritzen herstellen können, denn da bin ich gerade wieder ziemlich lau mit dem Zeug. Du bist wie ein Paraglider. Hey, die stehen hier auch an jeder Ecke hier. Das ist echt der Hammer. Oh, was haben wir hier? Ein Medkit. Ein Medkit? Okay. Finde ich gut. Ah, und hier! Grüßige Röste. Sowas legt die auch rum? Jetzt bin ich hier ernsthaft begeistert. Gut, aber erstmal kurz den ganzen Scheiß hier noch herstellen, diese paar Spritzen hier. Jetzt ist jetzt die Frage, ob man hier mit diesem komischen Teil, was ich hier gefunden habe, kann auf den Gurt herstellen? Nein. Mit Haihaut könnte ich noch einen stärkeren Waffengürtel herstellen, mit dem ich dann alle vier Waffen tragen. Das wäre natürlich cool. Ach, ich kann jetzt schon drei. Ich bin noch total irgendwie total brain off. Bevor ich die anderen Waffen kurz hergestellt, mit denen ich jetzt mal drei Waffen tragen könnte, das natürlich genial ist. Aber jetzt erstmal kurz diese lustigen Spritzen herstellen so. Also einer hat mir sogar noch ein Backup hier. Ja, das ist nicht schlecht. Und dann gehen wir als nächstes hier und gleich mal Haie jagen. Wenn wir hier dann noch eine vierte Waffe nehmen können. Dann sind wir hier schon zwar relativ am Anfang vom Spiel noch, aber können uns hier noch schon richtig gut ausrüsten. Oh, ach kacke, das Ding ist da so weit unten. Ja, blödes Viech hier auf. Wieso kommen die auf einmal eigentlich so total leise hier angeschissen, diese Viecher? Ich hab die ja nicht mal rumheulen hören, das ist doof. Ah, da unten, da fährt was. Ich hab doch ein Scharfschützengewehr. Ach, da ist ja so ein komischer Ding unten durch, okay. Mal gucken, ob wir von hier aber. Ach, hier nochmal so. Fick dich doch einfach. Gott, ey. Wenn ich es wenigstens hören würde, könnte ich mich dagegen wehren, aber. Da ist es doch einfach nur behindert. Dann kann ich jetzt eigentlich nochmal meine Dinge herstellen, wenn ich hier so wieder. Halb am Abkratzen bin. So, dann suche ich mir hier mal. Gechillten Weg nach unten. Ziegli, 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 Ziegli. Ich bin auch Messer. Nein, okay, ich mach das mal. Ich bin heute mal nett zu dir. Zu der anderen Ziege auch. Ihr seid ja immer total freundlich und nett. Ich höre hier ein Auto fahren, aber das ist irgendwo da oben. Okay. Was hat euch da auf sich, dass die hier so lustige Dings dann drauf bekommen? Diese Totenköpfe. Schnitzel, Schnitzel. So. Okay, dann hätten wir die jetzt auch. Ich könnte hier jetzt noch die AK mitnehmen. Stimmt, ich habe ja noch freie Waffenplätze jetzt als. Genial. Jetzt habe ich zwar zwei von diesen behinderten AKs, aber das macht ja an sich nichts, oder? Ich glaube nicht. Aber die lade ich jetzt auf jeden Fall mal nach, kurz. Solange ich hier noch neben diesen zwei Spatzen stehe, damit ich hier auch gleich wieder Munition bekomme. So. Hier ist noch was Grünes, 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 Grünes. Wo ist das grüne Zeug hier? Ah, hier. Ich glaube, das ist mal wieder Blitze. Dann hätten wir jetzt sogar noch eine Spritze, weil ich brauche schon wieder eine. Was so ziemlich geil ist, aber macht mir nichts drin. Können wir nochmal eine herstellen? Nochmal eine herstellen. So, auswählen, herstellen. Perfekt. Sind wir wieder gut dabei. Ich frage mich sowieso, ob die unterschiedliche Stärke haben, diese Dinger. War da unten gerade einer? Nein. Das ist nur wieder Brand. Hä, habe ich jetzt gerade live verloren, weil ich da runtergesprungen bin? Ohne irgendwie Feedback zu erhalten, das ist. Wenn ja, wäre das ziemlich scheiße. Sowas finde ich nicht cool. Kann ich hier vom Strom trennen, wenn man hier schon diese ganzen Stromkabel hier hat? Und oben wäre nochmal ein Bunker. Ey, hier ist echt eine riesen Bunkeranlage. Das kommt mir so
bisschen vor wie wie hieß dieser Film hier? Dieser wo sich mit diese Kinder abgeschlachtet haben, Battle Royale. Das war ja auch so ähnlich, könnte man fast sagen. Okay, dann blocken wir dich mal hier bitte raus. Komm, lauf da hin. Da sind ja wieder diese Hunde. Das ist natürlich doof. Du bist jetzt immerhin da drüben. Und da drüben draußen. Na doch nicht. Okay, das ist scheiße, dass das Auto direkt vorbeifährt, aber ich hoffe, der sieht den nicht. Er hat ihn noch nicht gesehen. Cool, dann kann ich hier weiter stealth-mäßig das Ding hier auch nicht einnehmen. Wahrscheinlich ist das hinbekommen diesmal. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Kollege? Mal schauen, wie lange der braucht, um hier rüber zu kommen. Es wäre cool, wenn man hier irgendwie durchgucken könnte, um es zu sehen. Komm her. Ja, jetzt lauft er endlich hin. Ja, du hast dich verhört. Weil da drüben drin. Okay, da oben war noch einer. Ich geh mal schauen, ob ich jetzt so hochkomme und den da natzen kann. Okay, sieht gar nicht schlecht aus für mein Stealth-Ding. Auch, ich dachte, muss bloß schauen, dass hier keiner hinkommt. Das könnte eigentlich schon fast der Letzte sein, der da rumsteht. Oder war es der Letzte? Ich bin mir nicht sicher. Gott, wie er noch rumbackt. Aber wo ist denn der Letzte hier? Der muss hier doch noch irgendwo stehen. Ich habe hier irgendwas schweißen hören. Ah, hier! Gut, dass du so schwer beschäftigt bist, das macht mir das Ganze super leicht. Aber weh, ich kriege jetzt nicht die 1500 EP. Denn jetzt habe ich es endlich mal Stealth geschafft eigentlich. Unentdeckt befreit. Na, ist das nice, oder ist das nice, hä? Wie hier über die Gabelstapel rum. Ich bin super scheiße, dass ich die nicht... hier... mit Stings... Mit, wie heißt's? Naja, automatischer Shop. Weshalb bist du Julia? Eine neue Rennliga ist auf der Insel verfügbar. Gehört uns, aber es gibt noch mehr Arbeit. Ein neues Messer. Sieh auf der Aushangtafel nach. Oh ja, was wird scheiße alles, was da dazu kommt? Das ist ja gar nicht schlecht. Das gefällt mir richtig gut. So, dann kann ich jetzt eigentlich erstmal meine ganzen Leichen hier plündern gehen. Oh, das bin ich schon fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, hier die komplett Stealth zu übernehmen. Tja, was habe ich trainiert? Ich habe gar nichts trainiert. Ich bin schon hier voller Profitöter nach nur 3 Tagen Aufenthalt auf dieser Insel. Ja, was war denn das jetzt? Ich habe jetzt irgendwie eine lustige Waffe bekommen. Ja, habe ich eine lustige Waffe jetzt hier? Okay, ich habe diese Waffe... die Dragunov? Ah, das sind ja hier sowieso nur 2 Dragunovs. Und die Waffe, okay. Ja, dann passt sowieso das alles, was ich habe. Das gefällt mir ziemlich gut, meine Auswahl. Das sind natürlich alles unabhängig voneinander, diese 3 Waffen, oder? Ja, sind sie. Das ist sehr schön. Die Waffe sieht doch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Die Insel wieder uns gehört. Ja, ja. Merk mich nicht. Hat die Insel wieder uns gehört? Der hatte nur Geld, okay. Das ist.
Ja. Genau, mit X kann man zurückwechseln, zur alten Waffe. Das stand ja auch irgendwo irgendwo. Oh, nein. Gib mir die Waffe hier wieder, die ist viel cooler. Ich wollte die Leiche plündern dann. Plumbaren. Gut, da ist man mit Taschen wieder voll bei der nächsten Waffe. Nein, die haben einfach nichts, okay. Und hier hinten lag noch einer. Den hatte ich vielleicht auch schon. Ja, den hatte ich auch schon, okay. Gut, dann sind wir soweit und können hier wo weitergehen? Erstmal diesen Laden hier rein. Hier sollte es nämlich jetzt dort ein. Na, hier gibt es nochmal so einen Memory Stick. Früher whatever, so das ist. Lange her. Und ein Medikit. Was auch immer diese Medikits eigentlich machen, ich habe es noch nicht die ganze gepeilt. Okay, schauen wir mal hier rein. Wir können wahrscheinlich wieder ein paar Sachen verkaufen. Perfekt. Haben wir uns wieder halb voll? So, genau, ich wollte noch nach neuen Sachen gucken. Wir haben es ja eine MP, oder? Das ist das eine, was wir hier bekommen haben, genau. Was ist denn davon besser? Eigentlich ist da meine MP5 besser. Dann rüsten wir die aus. Ausrüsten für das Ding hier. Und jetzt habe ich voll Bock, das Ding aufzurüsten. Gibt es hier auch wieder so geile Sachen mit einem Schalldämpfer? Wie viele Aufrüstungen? Ach, da kann man nur zwei Aufsätze kaufen. Oh, jetzt bin ich unentschlossen. Rotpunktvisier macht sich zum Ding natürlich sich saugeil. Und das ist. Die sind auch identisch. Bloß, dass es und hier in die neue Zeile guckt. Ich sage mal, das Reflexvisier, das sieht geiler aus. Nehmen wir das, okay. Und ein erweitertes Magazin für das Ding? Nein, ich nehme das Ding mit Schalldämpfer. Für die gut gemeinten Stunden zwischendrin. So. Ich könnte mir jetzt eigentlich noch ein cooles Ding hier holen. Ja, die sehen schon lustig aus. Mit Lanz. Nee, egal. Lassen wir es mal. Wie viel Kohle haben wir noch? 850. Ja, kann man eigentlich schon fast gucken. Granatwerfer, kann ich mir schon was kaufen davon? Nee, kann ich nicht. Die sind alle zu teuer. Das überschreitet mein Geldbeutel leider. Genauso wie hier der ganze Schmarrn eigentlich. Und mit diesem Universalwerkzeug, glaube ich, hätte ich letztens den anderen Leuten da hier helfen können, an ihr scheiß Auto zu reparieren. Na gut. Aber das hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt. Machen wir hier noch kurz diese Wanted-Mission. Ein Pirat hat eine Farm übernommen, um Drogen anzupflanzen. Töte ihn mit einem Messer. Oh, das hört sich genau nach einer Mission für mich an. Wofür müssen wir da hin? Das ist hoffentlich gar nicht so weit weg. Das ist direkt da oben. Sehr schön. Wir müssen ja bloß irgendwie einen Weg da hochfinden. Ach, aber das geht hier außen rum. Dann schnappe ich mir eins von diesen Autos, das hier geparkt ist. Da haben wir hier genug. Also hier war noch dieses geile. Dieser geile Flitzer hier. Buggy. Den bin ich noch gar nicht gefahren. Mal schauen, was der kann. Alter, der zielt gut ab. Der zielt richtig gut ab. Okay, da muss ich ja fast. Das Aktion beendet. Was zum Teufel war das für eine Aktion? Das wäre anscheinend irgendwie eine Rennmission gewesen oder wie? Nice boy. Wir müssen auf jeden Fall hier hochfahren und den Kerl hier zerlassen. Hätten schon mal den richtigen Punkt erreicht und. Oh, sieht die geil aus! Okay, hat sich den Tripper geholt! Ist sehr geil drauf! Welcher von den Leuten ist jetzt mein Besuch da? Ich weiß es nicht. Fällt dich keinen auf. Und was ist das für ein Gestank? Das ist natürlich wieder keinem aufgefallen, dass ich hier den Kerl genascht habe. Dann kommt als nächstes der Kerl da drüben mit dem Busch. Hallo. Das steht sowieso gerade so schon hinter dem Haus. Er gefällt mir. So. Hey, Scheiße! Ah, da kommt schon der Nächste. Oder wie? Er sieht mich nicht, das finde ich gut. Weil ich hier mitten in einem fucking Busch stehe. Vielleicht macht's Peng, das glaubst du doch selber nicht. Ich
Nice! Hätten wir den auch erwischt. Ich dachte mir, so krass ins Messer reinläuft, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich habe ein Smartphone gefunden. Ah, wie geil. Dann nehmen wir uns noch die zwei Leichen hier vor. Epi-Bass-Tabletten. Whatever. Und rostiges irgendwas Zeugs. Was haben die hier eigentlich? Haben die doch... Ein Hund? Ah, die scheißen sich vor dem Hund. Instincts. Hier lag doch auch noch einer rum. Genau, hier. Alter, den siehst du überhaupt nicht mehr. Hier fahren unsere Leute rum. Interessant. Ach, die haben den Hund. Ach, unsere Leute haben den Hund gegrillt. Ah, so sieht's aus. Okay. Ja, das macht das Ganze ja irgendwie sehr cool. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg zurück zu diesem Außenposten, wo wir gerade eben waren. Und schauen, ob da noch eine Mission ist. Ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Normalerweise, wenn ich gesehen hätte, glaube ich, müsste ich es auf der Karte sehen, oder nicht? Landfahrzeug. Auf jeden Fall gibt es da oben Piraten-Dings. Damit kann ich. Hai-Zeugs, genau. Hai-Zeugs gibt's da. Und Hai-Haut bräuchte ich es nach einem dritten Platz für meine Kampfkraftfeld. Das wäre jetzt mit hier echt mal eine Mission. Oder würde ich gerne machen, wenn das so. Dann wäre ich nämlich schon richtig cool ausgerüstet. Mit mehr Waffen rumzurennen, ist nämlich eine super geile Erfindung. Oder was der für eine Gangster-Mucke hier in dem Ding drauf hat. Das ist schon auch fast bloß. Gut. Dann widmen wir als nächstes mal der Haijagd, würde ich sagen. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch mal wieder einen wunderschönen guten Tag.